Dass es eine Wechselwirkung zwischen Games und Filmen gibt, ist kein neues Phänomen. Einerseits greifen die Spiele auf filmische Themen und Darstellungskonventionen zurück. Andererseits finden sich auch in Filmen zunehmend Elemente aus Computerspielen. Ein Musterbeispiel für die Verwendung von filmischen Mitteln in Computerspielen ist Uncharted 4, in dem die Spielerkamera in Plansequenzen erzählt. Im Film sind Plansequenzen aufwendige One-Shots. Logistisch eine große Herausforderung, künstlerisch aber umso wertvoller, da sie das Gefühl vermitteln, mittendrin zu sein. Nicht wahr? Entschuldigung. Ich gehe lieber hier lang. Anhand ausgewählter Spiel- und Filmbeispielen wollen wir der Frage auf den Grund gehen, ob das zeitgenössische Kino durch die steigende Popularität von Computerspielen vermehrt auf deren Elemente zurückgreift. Nun gut, wir haben gehört, dass das Computerspiel sich immer mehr am Film orientiert. Aber geht das auch andersrum? Schließlich wächst die Gaming-Industrie stetig weiter und so verwundert es doch wenig, wenn sich Hollywood hier und da auf das ein oder andere Computerspiel bezieht. Wir sprechen hier aber nicht von Filmen, in denen Menschen am PC sitzen und zocken. Es geht vielmehr um die stilistischen Elemente. Den historischen Anfang macht der Film Tron aus dem Jahr 1982. Ein, man möchte fast sagen, Klassiker, wenn es darum geht, die Gaming-Kultur zu thematisieren, die in den 80er Jahren ihre erste Blüte erlebte. Tron ist das Musterbeispiel eines Filmes, der eine enge Verbindung zum Medium Computerspiel hat, sowohl inhaltlich als auch ästhetisch. Auch in Star Wars A New Hope kann man den ästhetischen Einfluss des Computerspiels auf den Film sehen. Die Darstellung der Laserschüsse sind im Gegensatz zu realen Laserstrahlen sichtbar. Stattdessen erinnern sie vielmehr an die Laserschüsse im Arcade-Spiel Space Invaders. Ein weiteres Beispiel ist die Bullet-Time-Sequenz in Matrix. Diese lehnt an das Computerspiel-Genre Jump'n'Run an, indem man als Spieler unter anderem Kugeln ausweichen muss. Seit Anfang der 90er hat die Bildsprache des Kinos vermehrt Elemente aus Computerspielen entnommen. Das sieht man vor allem im Umgang mit dem konstruierten Raum im Film. Die 360-Grad-Schwenks wie in The Matrix oder Fight Club erinnern doch an manchen Stellen an das Genre des First-Person-Shooters. Die Kamera hat eine größere Bewegungsfreiheit erlangt, was am steigenden Erfolg der Computerspiele liegt. Man kann also sehen, dass Computerspiel und Film sich durchaus gegenseitig beeinflussen. Nun wollen wir auf die Elemente in Computerspielen eingehen, die für unsere Thematik von Bedeutung sind. Unser erstes Beispiel sind die Side-Scroller-Spiele, die seit den 1970er Jahren existieren und schon in den frühen Arcade-Spielen vertreten waren. Mit Super Mario zeigen wir einen der Vertreter für diese Side-Scroller-Spieler. Aber auch in neueren Spielen, ob nun AAA oder Independent-Spielen wie Limbo, wird mit den Aspekten des Sidescrollen gearbeitet. Im Hollywood-Film Fantastic Mr. Fox wird dieses Stilmittel aufgegriffen, weshalb dieser Film als Beispiel genannt werden kann, das vom Computerspiel beeinflusst wurde. Ebenfalls schon von manch einem Arcade-Spiel aufgegriffen sind die Beat'em-Ups. Mit übertriebenen Roundhouse-Kicks und einer Vielzahl an speziellen Beat-Tönen versehen, besitzen Spiele wie Tekken und Street Fighter ein ganz eigenes charakteristisches Flair. Im Film Scott Pilgrim vs. The Rest of the World sind die Kämpfe zwischen dem Protagonisten Scott und seinen Feinden im Beat'em-Up-Stil gehalten. Die Kampfchoreografie erinnert mit den übertriebenen Roundhouse-Kicks und schnell aufeinanderfolgenden Schlägen, die auch noch mit den typischen Beat-Tönen unterlegt sind, an das Beat'em-Up-Genre. Als ein typisches Element, bevorzugt bei jeglichen Formen der RPGs oder Role-Playing-Games, kann man das Quest-Prinzip an erste Stelle setzen. Ob man diese durch abgehalftete Bardamen bekommt oder von schwarzen Brettern abliest, das Verfahren bleibt das gleiche. Löse die Quests und bekomme dafür meistens eine Belohnung. In der Serie Westworld können die Besucher des Vergnügungsparks mit den Androiden, die an die NPCs, also Non-Player-Characters der RPGs erinnern, interagieren und von diesen Quests bekommen. Diese NPCs begleiten die Besucher durch die Quest. Aber das gängigste Element, woran man Videospiele erkennt, ist wohl die First-Person-Perspektive. Ob Call of Duty, Battlefield, Bioshock oder Mirror's Edge, ein großer Teil der Videospiele bedient sich dieser Perspektive. Eine lange Zeit wurde dieses Element hauptsächlich dem Videospiel zugeschrieben. Es gab zwar bereits Filme, die die First-Person-Perspektive verwendet haben, zum Beispiel Doom, The Beach und Into the Void, aber der erste Film, der diese ausschließlich verwendet, ist Hardcore Henry aus dem Jahr 2016.
Vor allem die Hochhaussequenzen in The Amazing Spider-Man, in denen Spider-Man von Gebäude zu Gebäude schwingt, gleichen den Parcours-Sequenzen aus dem Spiel Mirror's Edge. Aus diesen Beispielen wird deutlich, dass Videospiele die Filmindustrie zunehmend beeinflussen. Dieser steigende Trend lässt sich auf die zunehmende Popularität von Videospielen zurückführen, steht aber dennoch am Anfang seiner Entwicklung. Die Verwendung vereinzelter Videospielelemente und Ästhetiken in The Amazing Spider-Man oder Fantastic Mr. Fox war bereits relativ erfolgreich, während die komplette Übernahme, wie in Hardcore Henry, auf gemischte Kritik traf. Man kann also nicht von einer Etablierung, sondern eher von einer experimentellen Phase sprechen. Man kann festhalten, dass das zeitgenössische Kino bereits vermehrt auf Videospielelemente zurückgreift. Fraglich bleibt allerdings, in welchem Ausmaß dies weiterhin stattfinden wird.